Was geht, Leute? Ich dachte, ich mache nochmal ein Video, gerade bezüglich des frisch anstehenden Update-Videos. Ich glaube, es ist Update 6.4, alliiertes, ich weiß nicht, Allied Enforcement, glaube ich, auf Englisch, also so alliierte Verstärkung, alliiertes Aufgebot, Entsatz, wie auch immer. Ja, an der Stelle Dankeschön nochmal, wieder mal an Sandman, dass er mir die Informationen bereitgestellt hat. Ich habe derzeit nicht ganz so die Muße, um das Ganze zusammenzusuchen, das ist aber auch schon seit einem längeren Zeitraum so. Ich denke, wir springen direkt in die Punkte. In meinen Augen ist es jetzt nicht ganz so ein spezielles oder ein ganz spektakuläres Update, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht komplett davon betroffen bin. Egal. Allied Advancement, Update 6.4, kommt bald. Fangen wir an. Neue Allianz-Level. Fünf neue Allianz-Levels zum Freischalten. Neue Fähigkeiten erhöhen die Kriegsbeute, Koalitionen, die Gesundheit von Gebäuden und die gespendeten Truppen. Check, passt soweit. Die haben wir auch schon drin. Stufe 11, Nordatlantikpakt. Erhöht den Schaden und die Trefferpunkte aller Koalitionstruppen um 20%. Interessant für den Weltkrieg. Stufe 12, Dekolonisation. Well. Erhöht die erhaltene Menge an Nahrung, Gold und Öl aus Weltkriegen um 30%. Hört sich erstmal viel an. Wir müssen allerdings bedenken, ich weiß nicht ganz genau, ob die Gesamtkriegsbeute gemeint ist. Doch, natürlich ist die Gesamtkriegsbeute gemeint. Wow, okay, das war ein bisschen doof. Die Gesamtkriegsbeute ist gemeint. Aber in den besten Fällen können wir ja gerade mal, denke ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 430, 480.000 Gold und Nahrung und vielleicht irgendwas um die 2000, 2500 Öl bekommen, rechnen wir da nochmal ein Drittel drauf. Ist in Ordnung. Das bedeutet, wir können jetzt mal im Weltkrieg um die eine Million bekommen. Um die Millionen Gold, Nahrung und so 5.000, 6.000 Öl, denke ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher bezüglich der Zahlen. Aber es macht jetzt keinen so riesigen Unterschied, wie es sich zuerst anhören mag. Berliner Mauer, Stufe 13. Deine Kriegsbasisgebäude und Fallen verfügen über 5% mehr Trefferpunkte und Schaden. Ja. Erstmal. Was heißt insgesamt 15%? Über 5% mehr Trefferpunkte ist eine Sache, ist HP. Und über 5% mehr Schaden ist so eine andere Sache, machen die mehr Schaden. Wie kommt man denn von 5 plus 5 auf 15? Vielleicht habe ich da aber auch irgendwie einfach nur einen Verständnisfehler. Wenn ihr mehr Informationen habt, gerne damit unten in die Kommentare. Stufe 14. Glasnost erhöht die Rubinmenge aus Weltkriegen und das Rubinlager im Kommandoposten um 15%. Hört sich awesome an. Problem ist, ich habe die Befürchtung, dass damit auch die Preise bei Marco Polo steigen werden. Ich weiß nicht, müssen wir uns anschauen. Stufe 15, Atomzeitalteraufstieg, ist es pretty, also klar, was damit einhergehen sollte. Genau, gespendete Truppen werden automatisch auf das Atomzeitalter verbessert, wenn sie unterhalb dieses Ranges liegen. Bingo. Kalter Krieg, naja, neuer Kalter Krieg Upgrades. Neue Gebäudelevel für Farmen, Karawanen, Öl, Bohrtürme. Und die Scharfschützentürme. Drei neue Level für Flieger, Bomber und Transporter. Können wir auch direkt mal checken? Ich denke. Jo. Jo, der werte Herr hat sich auf jeden Fall schon die Mühe gemacht und schon alles hochgemacht. Wir sehen auf jeden Fall schon die neuen Flieger hier. Die Daten habe ich gleich auch noch für euch. Schauen wir uns gleich im Detail an. Für den Gebäude habe ich nur noch keine Daten. Der Scharfschützenturm hat ein wunderschönes blaues Dach bekommen. Sieht sehr gut aus. Also. Optische Note, ja, ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben neue ja, Taxis hier, die da rumfahren, Karawanen. Kann ich jetzt keinen Unterschied erkennen? Sind da Pferde drin hinten oder? Das sind Glocken. Okay, ist so ein Eiswagen. Die Farmen sind so ein bisschen eckiger geworden. Das ist alles ziemlich uninteressant für mich zumindest, weil ich die Gebäude eh nicht level. Was haben wir denn noch? Warte mal, Oh Mann. Wir hatten Farmen, wir hatten Karawanen, Scharfschützentürme, genau. Und die anderen Dinge muss ich euch jetzt quasi im Bildermodus zeigen. Hier auf Südkoreanisch, Koreanisch, haben wir einmal den Transporter. Sieht cool aus. Sieht halt aus wie Neuzeit-Transporter, irgendwie so 90er, 2000er Jahre. Pff, zu den Werten kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich den Transporter wenig spiele und nicht weiß, worauf es da genau ankommt. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir 435 Hitpoints dazu bekommen. Angesichts der Tatsache, dass wir nur 8.694 vorher scheinbar hatten an Hitpoints, ist das Ganze ja ein Upgrade um ziemlich genau 5%? 5% müssen das sein. Ja, hallo, guten Morgen. Wir haben 8 Uhr und ich kann noch nicht so gut rechnen. Was haben wir noch? Wir haben eine Steigerung des Schadens der Fallschirmjäger um 55.
Macht jetzt nicht so einen großen Eindruck. Die Fallschirmjäger bekommen aber auch mehr HP. Das scheint auch ein deftiger Batzen zu sein. In Summe, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel zu sagen. Dann haben wir die Flugzeuge hier. Die Flugzeuge, muss ich sagen, sehen ziemlich cool aus. Ich fand die vorher schon sehr cool. Jetzt sind das so Delta-Flügelflugzeuge, die irgendwie ihre Flügel abklappen können. Klappen sie die Flügel aus, war das, glaube ich, irgendwie so, dass sie mehr Manöverabilität und mehr Agilität im Kampf bekommen. Und klappen sie die Flügel so nach hinten ein, sind das eher so Delta-Flügel, minimierter Querschnitt und dann können die irgendwie schneller fliegen. Egal. Das hat jetzt für uns wenig Auswirkungen, aber wir haben ein bisschen Geschichtswissen nebenbei gehabt. Trefferpunkte 355. Das ist, glaube ich, eine fette, fette Menge, wenn ich mal überlege. Über 190 habe ich mich bisher immer gefreut. Das ist, ja, einfach mal fast das Doppelte. Schaden ist auch viel. 11 war bis jetzt nochmal viel, 19 Schaden dazu. Und dementsprechend noch mehr Schaden gegen Verteidiger. Insgesamt ist das Ganze natürlich erst die erste von drei Aufrüstungsstufen. Also ich glaube, wir können uns freuen, was da noch kommt. Zum Bomber habe ich jetzt gar keine Informationen, aber ich bin auch ganz ehrlich, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Bomber in Action gesehen habe. Irgendwie ist der so ein bisschen ausgestorben. Kommen wir zum Sommer der Zeitalter. Neue Truppentaktiken, Events, ja, das klingt wieder nach, ja, müssen zahlen. Discount-Types, auch wieder zum Zahlen und Museum-Artefakte, das wäre ganz interessant. Spezielle kurzzeitige Events, oh, spezielle kurzzeitige Events, die featuren, also quasi präsentieren, dass die eine Kostenreduktion an Bewohnern. Bedeutet, wir werden, glaube ich, die Möglichkeit bekommen, wie auch immer, vielleicht muss man dafür echt Geld auf den Tisch legen, weniger Bewohner für Upgrades, Forschung und Neubauten von Gebäuden, weiß ich nicht was, zu bezahlen oder zu nutzen. Klingt cool, das gab es bisher noch nie, soweit ich weiß. Die volle Liste kann man irgendwie eben in den Foren auschecken, also quasi schauen, was da drin steht. Dann haben wir Chat Improvements, also Verbesserungen für den Chat. Sie verhindern oder verhinderten ein Netzwerk. Disconnect, wenn viele Spieler Truppen gleichzeitig spenden. Donation Requests, Spendenanfragen werden verhindert, um neg von davon, also die zeigen keine negativen Nummern mehr. Da gab es irgendwie so einen Anzeigefehler. Crown Pass, heuere das Kronenschiff an, damit es erscheint regelmäßig und eine Ladung an Kronen zu deiner Basis bringt. Ja, weiß ich nicht. Schiffe haben, soweit ich weiß, auf dem Wasser. Würde mich stark wundern, wenn das hier irgendwie die Felsen runtergepoltert kommt. Spaß beiseite, es sollte wahrscheinlich vom Wasser kommen. Ist noch nicht implementiert, ich kann es zumindest derzeitig noch nicht sehen. Habt ihr irgendwelche Informationen dazu, die ich noch nicht habe? Gerne damit in die Kommentarsektion. Videobelohnung. Auf HD-Device, also auf HD-Geräten, kann man sich periodisch Videos angucken, um Videowerbung angucken, um seine Armee sofort zu hier wiederbeleben, wieder trainieren, umschulen, herstellen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das klingt super cool. Und die Videobelohnungen sind jetzt auch in Asien. Oh, super, die sind auch in Asien verfügbar. Ja, nein, irgendwie betrifft es mich nicht. Aber netter Punkt. Also ich habe schon gehört, dass es bei manchen Leuten nicht verfügbar ist. Ich freue mich, dass jetzt jeder Videos schauen darf. Die sind nämlich ungemein spaßig und lehrreich. Nicht. Also im, ja. Akut sieht das Ganze so aus. Sie haben einfach hier unten so ein bisschen die Farbe von dem Knopf verändert. Der ist jetzt nicht mehr grün, sondern schniekes Blau. Und ganz, ganz, ganz fix haben sie hier einen Angebote-Knopf hingemacht nach links. Es reicht nicht, dass wir im Shop auf Schatz und dann Angebote gehen können. Wir haben jetzt einen direkten Link hier unten links. Wir können genau da drauf drücken und es passiert. Ich bin beeindruckt. Genau dasselbe. Sie können auch noch einen ganz fetten Knopf machen, den Sie hier irgendwo zentral im Bildschirm anbringen, dass wir irgendwie gar nichts mehr sehen können. Also, ja, okay, das war jetzt Sarkasmus. Für mich hat es bis jetzt noch keine Auswirkung. Ich konnte meine Armee noch nicht wieder ausbilden. Sollte der Punkt allerdings kommen, bin ich damit sehr zufrieden und würde das auch sehr begrüßen. Ja, zuletzt haben wir noch Bugfixes und kleinere Verbesserungen. Sie haben die Allianzsuche irgendwie verbessert, weil es da irgendwas mit speziellen Zahlen und Buchstabenwerten nicht gab. Also man hat die Allianz nicht gefunden. Sie haben die Allianzsuche verbessert, um irgendwelche Favoritenallianzen, aktive Allianzen zu suchen, wahrscheinlich über Ruhm. Wenn man, glaube ich, in ein neues Zeitalter, Stuck Emissaries steht hier, weiß ich nicht, was gemeint ist. Ich kann mir nur, Tribut kann ich mich nur vorstellen, ist, wenn man ein neues Zeitalter betritt, bekommt man eigentlich so ein paar Kisten geschenkt da. Ja, die lassen die jetzt irgendwo fallen, wo keine Mauer ist. Früher haben die die einfach immer an einem Punkt abgesetzt. Und wenn da dein Stadtzentrum stand, dann, ja, dann standen die im Stadtzentrum. Das ist jetzt woanders. Sie haben das Rotorcraft, also das Drehflügler-Kapitel, Kapitel 5, in der Bibliothek scheinbar überarbeitet.
Sie haben jetzt, sie verhindern jetzt, dass Spieler in der, im mysteriöse Kisten-Menü hängen bleiben. Sie haben Menüs davon befreit, dass sie überlappen und irgendwie sich, ich glaube im Weltkrieg gerade, irgendwas kaputtschreddern. Sie haben die Einführung ins Museum überarbeitet. Sie haben den Text für das Kampfverhalten von Einheiten überarbeitet, die gut gegen Fußtruppen sind. Also wieder irgendwas Optisches. Die Truppen scheinen genauso stark zu sein wie vorher. Dann ganz viele Sicherheitsimprovements und ganz viel Text- und Bilderfixes. So, super. Wie gesagt, ich erachte das Update für eher unspektakulär. Wenn ihr da einen anderen Blickwinkel drauf habt, auch gerne immer Kontra unten oder immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein, ihr Fregel.